Marius, am Ende hieß es 6-0 im Hessen-Pokal gegen den FSC Lohfelden. Wie hast du das Spiel heute erlebt? Ja, es war anfangs schwer reinzukommen. Die Platzverhältnisse waren nicht so berauschend. Und ja, dann machen wir früh das 1-0, was gut war für uns. Wir haben gesagt, dass wir früh das Spiel entscheiden möchten. Und dann bekommen wir die vielleicht unnötige rote Karte. Und dann mussten wir uns neu orientieren. Aber im Großen und Ganzen war es ein ordentliches Spiel. Wie lange hat so die kleine Phase gedauert, bis man die rote Karte verarbeitet hatte? Bis zum 2-0 oder wie würdest du das sehen? Ich sag mal, wir sind in so ein kleines Loch gefallen vor der roten Karte. Und ich sag, nach der roten Karte sind wir eigentlich relativ wach geworden. Und machen ja danach auch, glaube ich, das 2-0 gleich hintereinander. Und deswegen dachte ich mir, oder denke ich, dass es eher so ein Wachrüttler war. Wie wichtig ist es für dich, heute mal wieder die vollen 90 Minuten im Profikader absolviert zu haben? Für mich war es sehr, sehr wichtig. Ich habe es genossen, ich habe alles getan, was geht. Und ich freue mich auf die nächsten Minuten. Ja. Du warst einige Zeit so ein bisschen angeschlagen mit Virusinfektionen und einigen anderen Dingen. Wie sieht es im Moment mit deiner körperlichen Verfassung aus? Wie fühlst du dich? Jetzt nach der Schule hatte ich ja nochmal eine Grippe und jetzt fühle ich mich einfach gut. Ich habe jetzt anderthalb Wochen durchtrainiert oder zwei Wochen und so langsam komme ich wieder dahin, wo ich am Anfang war. Dankeschön. Bitte.